Würde Jesus die Alternative für Deutschland, also die AfD, wählen? Hallo, ich bin Jens Christ. Und ich glaube, nein, Jesus würde alles andere wählen als die Alternative für Deutschland. Aber es ist meine Meinung, wenn du jetzt glaubst, Jesus wäre auch ein sehr konservativer Mann, der sagt, Umwelt und Klimaschutz ist überhaupt nicht wichtig. Es geht darum, dass wir nicht allzu viel Geld ausgeben für sowas dann halt, wobei das stimmt eigentlich auch nicht. Also Lügen verbreiten über den Klimaschutz, das ist auch etwas, was die Alternative für Deutschland tut. Aber jetzt kannst du sagen, ja, das ist deine Meinung und nicht die Wahrheit. Ja, also Leugnen der Wahrheit, meiner Meinung nach, macht das die AfD dann halt. Und ja, mit den Menschenrechten, also ja, Ausländer ein bisschen draußen lassen und sowas, ne? Und die Moslems, die sind ja eh alle böse und wollen uns nur das Schlechteste. Wenn du so denkst und wenn du denkst, dass Jesus so denkt, dann könntest du ja denken, ich will die Alternative für Deutschland. Auch mit Gendern und Schwangerschaftsabbrüchen. Das ist ja auch ein christliches Thema. Aber da gibt es noch eine andere Partei, die eigentlich das alles auch erfüllt, was ich gerade so auferzählt habe. Das ist Bündnis C. Und das Bündnis C kommt aus der christlichen Ecke. Das ist ein Zusammenschluss aus zwei christlichen Parteien. Die haben christliche Werte. Das heißt, wenn Jesus wirklich so konservativ wäre und wie gesagt sich nicht um Umwelt und nicht Nächstenliebe hätte, dann halt, jedenfalls nicht zu Flüchtlingen. Dann würde Jesus nicht die Alternative für Deutschland, sondern das Bündnis C wählen. Übrigens, unter meinem Video zum Verbrennermotor hat jemand das hier gepostet. Also, wobei zwar ein, also sein erster Post ist da noch da, ist noch öffentlich und die anderen kann ich auch nicht mehr finden dann halt. Also ich vermute mal, Google hat da irgendwie das Ganze gelöscht oder sowas. Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nicht gelöscht. Ja, aber wenn man sich das mal durchliest, hat jemand geschrieben, Jesus würde die AfD wählen. Dann habe ich einfach mal nachgefragt, warum sollte denn Jesus so eine Partei wählen dann halt? Und dann kam etwas, Jesus fordert Nächstenliebe, keine Fremdenliebe. Also, wo da der große Unterschied ist, sehe ich jetzt nicht. Und selbst die Feindesliebe wollte ja Jesus. Das heißt, er wollte nicht nur die Fremdenliebe, er wollte auch noch die Nächstenliebe. Und ein anderer hat mir gesagt, Jesus war ja selber ein Fremder, dann halt dann so. Oder ein Flüchtling. Ein Flüchtling. Also Jesus ist ja selber geflohen und naja, okay. Das fand ich schon eine steile These, aber ich glaube, dass es tatsächlich einige Christen gibt, die dann halt wirklich sagen, ah, wir lassen zu viele Fremde rein, wollen wir nicht und die sind ja hier Muslime und wollen unser Land überfallen oder keine Ahnung, was dann halt dann so. Und ich glaube, Jesus würde auch zu den Fremden hingehen und sagen, ihr seid da willkommen. Das glaube ich dann halt. Und auch zu den Muslimen. Wie gesagt, Feindesliebe ist ja auch ein Thema von Jesus. Ich habe in den Wahl-O-Maten mal so abgestimmt, wie die AfD geantwortet hat. Und Wunder, ich habe hier 100% Übereinstimmung mit der AfD. Okay. Interessant ist es, mit welchen anderen Parteien hat die AfD denn noch so Übereinstimmungen? Und die meisten Übereinstimmungen hat die AfD mit der Heimat. Eine noch rechtere Partei als die AfD. Also, ja, okay. Partei der Vernunft sagt mir jetzt so nichts. Kann ich jetzt gar nicht mal so viel dazu sagen. Habe ich auch nie nachgeguckt. Okay. Dann kommt hier die Aktion Bürger für Gerechtigkeit. Ist in Corona-Zeiten entstanden. Ist natürlich den Corona-Maßnahmen kritisch und sowas dann halt. Ja, aber menschlicher Klimawandel gibt es auch nicht dann halt. Ne? Will alternative Heilmethoden fördern und Volksentscheid und will eigentlich ganz aus der EU raus. Okay. Dann hätten wir das Bündnis C, was aus zwei christlichen Parteien entstanden ist. Die haben dann fusioniert und so.
und die setzen mehr auf christliche Werte. Das heißt, wenn Jesus eine Partei, die ähnlich ist wie die AfD, wählen würde, dann wäre es das Bündnis C. Das Bündnis C unterscheidet sich von der AfD im Wesentlichen, dass das Bündnis C mehr europafreundlich ist als die AfD und ja, doch ein bisschen mehr Menschlichkeit zeigt als die AfD dann halt. Aber das sind auch nur die großen Unterschiede dann halt. Also im Wesentlichen Umweltzerstörung kein Problem. Ja, da ist auch Bündnis C für Christen für Deutschland. Also die achten nicht so sehr auf Klimaschutz oder sonst irgendwas. Und gegen Ausländer hat auch die christliche Partei etwas dann halt. Dann so, ne? Danach kommt die Basis. Ja, ist auch teilweise aus der Corona-Zeit entstanden. Müsste eigentlich hier stehen, ja. Corona-Protesten. Und dann hier Bündnis Sahra Wagenknecht dann halt. Dann also. Von den größeren Parteien ist die CDU, CSU der AfD am nächsten, aber mit 50% der Antworten dann gleich. Dann kommt die FDP. Und weiter unten sind halt die Parteien, die sich mehr für den Klimaschutz einsetzen dann halt. Also die Parteien werden hier mehr fokussiert, weil halt sehr, sehr viele Fragen bei den Wahl-O-Maten in Bezug Klimaschutz raten. Und wenn du dann auch noch europafreundlich bist und vielleicht auch noch der Ukraine helfen willst, was die AfD gar nicht will, dann landest du halt ganz weit unten dann halt so. Die ÖDP, wo ich ja denke, das ist die Partei, die Jesus wählen würde, ist ziemlich weit unten. Und ganz unten ist dann halt Grüne und Volt. Das sind die Parteien, die die meisten Unterschiede zu der AfD hätten. Das heißt, wenn Jesus überhaupt eine Partei wählen würde, weil er ähnliche Werte der AfD hätte, dann würde Jesus das Bündnis C wählen. Davon bin ich eigentlich überzeugt. Also, wenn du überlegst, die AfD zu wählen, solltest du und Christ bist, dann solltest du nicht die AfD wählen, sondern das Bündnis C. Du bekommst eigentlich die AfD bloß mehr menschenfreundlich und weniger EU-feindlich. Das ist der Unterschied zwischen AfD und Bündnis C. Und jetzt fragen wir einfach mal ChatGPT, was ChatGPT denn glaubt, ob Jesus die Alternative für Deutschland wählen würde. ChatGPT basiert, also ist eine künstliche Intelligenz und basiert auf dem Wissen der Welt. Also alles, was so über die AfD geschrieben steht und alles, was über Jesus geschrieben steht, das fließt in der Begründung, die ChatGPT gleich hat, mit ein. Das ist natürlich auch irgendwie von uns Menschen geprägt, weil vielleicht steht irgendwie über die der AfD irgendetwas Negatives oder ja, also man muss es vielleicht ein bisschen kritisch betrachten, aber es ist eine gute Hilfe, um einzuschätzen, wie Jesus das Ganze sehen würde. Und ja, hören wir uns das doch mal an. Wir können uns das anhören, indem wir hier unten, also bei den ersten Absatz, auf das Hörsymbol klicken. Mach ich jetzt mal und dann lassen wir uns mal vorlesen. Es ist unmöglich, mit Sicherheit zu sagen, wie eine historische oder religiöse Figur wie Jesus Christus bei modernen politischen Wahlen wählen würde, da die Kontexte und Werte, die er in seiner Zeit und in seiner Lehre vertrat, nicht direkt auf heutige politische Parteien übertragen werden können. Jedoch können einige Überlegungen angestellt werden, basierend auf den Prinzipien und Lehren, die Jesus in den Evangelien vertrat. Ernst, Nächstenliebe und Mitgefühl. Jesus betonte die Bedeutung von Nächstenliebe, Mitgefühl und Fürsorge für die Armen und Ausgegrenzten. Parteien und Politiker, die sich stark für soziale Gerechtigkeit, die Unterstützung von Bedürftigen und die Integration von Ausländern und Minderheiten einsetzen, würden wahrscheinlich eher mit diesen Werten übereinstimmen. Zweitfriedfertigkeit. Jesus lehrte auch den Wert von Frieden und Versöhnung. Politische Ansätze, die Gewalt ablehnen und den Dialog und die Zusammenarbeit fördern, könnten besser zu seinen Lehren passen. Ablehnung von Ausgrenzung und Diskriminierung.
Jesus wandte sich oft gegen die Ausgrenzung und Diskriminierung von Menschen, sei es aufgrund ihrer Herkunft, ihres sozialen Status oder ihrer Vergangenheit. Die AfD, Alternative für Deutschland, ist eine politische Partei, die oft für ihre kritische Haltung gegenüber Einwanderung und ihre nationalistischen Tendenzen bekannt ist. Viele Positionen der AfD könnten im Widerspruch zu den oben genannten Prinzipien stehen, insbesondere wenn es um Nächstenliebe, Mitgefühl und die Integration von Ausländern geht. Daher könnte man argumentieren, dass die Werte und Lehren Jesu eher mit Parteien übereinstimmen könnten, die sich für soziale Gerechtigkeit, Integration und Frieden einsetzen. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass jede Interpretation der Lehren Jesu subjektiv ist und stark von den persönlichen Überzeugungen und dem Verständnis des Einzelnen beeinflusst wird. Ja, also hier hat er ganz klar erstmal auf Fremdenfeindlichkeit eingegangen, weil die AfD halt für Fremdenfeindlichkeit steht. Und das passt nicht so sehr zu den Überzeugungen von Jesus, meine ich, mein ChatGPT. Du kannst ja mal überlegen, ob dein Bild von Jesus dazu passen würde. Aber ich finde, ein großes Thema ist auch noch die Bewahrung der Schöpfung. Und deswegen habe ich jetzt hier nachgefragt, weil das hier gar nicht kam. Fand ich ein bisschen komisch, aber für mich ist die Bewahrung der Schöpfung ein sehr zentrales Thema bei Jesus. Und da ist meiner Meinung nach die AfD auch total konträr zu dem, was Jesus dann so also sagt. Also habe ich danach gefragt und fangen wir mal an, was ChatGPT dazu meint. Die Bewahrung der Schöpfung ist ein wichtiges Thema in der christlichen Lehre. Jesus selbst sprach oft von der Bedeutung der Schöpfung und der Verantwortung der Menschen, diese zu pflegen und zu bewahren. Diese Prinzipien können als eine Grundlage für ökologische Verantwortung und Umweltschutz gesehen werden. Die AfD hat in ihrer Programmatik und in öffentlichen Äußerungen oft eine skeptische Haltung gegenüber dem Klimawandel und den daraus resultierenden Maßnahmen zum Umweltschutz eingenommen. Die Partei hat sich gegen viele der umweltpolitischen Maßnahmen ausgesprochen, die darauf abzielen, den Klimawandel zu bekämpfen und die Umwelt zu schützen. Diese Positionen stehen im Kontrast zu der Idee der Bewahrung der Schöpfung, die in vielen christlichen Lehren betont wird. Zusammengefasst könnte man sagen, dass die AfDs Haltung zu Umwelt- und Klimapolitik im Widerspruch zu den Prinzipien der Bewahrung der Schöpfung steht, die Jesus und das Christentum betonen. Parteien und Bewegungen, die sich für den Schutz der Umwelt und nachhaltige Entwicklung einsetzen, würden wahrscheinlich eher mit diesen Prinzipien übereinstimmen. Es ist wichtig zu beachten, dass politische Entscheidungen und Präferenzen immer subjektiv sind und von vielen Faktoren beeinflusst werden. Dennoch scheint es auf Basis der verfügbaren Informationen so, dass die AfDs Positionen zum Umweltschutz weniger im Einklang mit den christlichen Prinzipien der Schöpfungsbewahrung stehen, als die Positionen anderer Parteien, die sich stärker für Klimaschutz und Umwelterhaltung einsetzen. Okay, was mir jetzt noch fehlt, ist, wie sieht es denn mit den Armen und Schwachen aus in unserer Gesellschaft? Dafür steht ja Jesus auch und das wurde bis jetzt noch gar nicht von ChatGPT thematisiert. Und deswegen habe ich da auch ganz klar nochmal nachgefragt, wie sieht denn das mit der AfD und den Armen und Schwachen aus? Gucken wir mal an, was da ChatGPT dann halt dazu sagt. Oder hören wir es lieber an, ne? Die AfD, Alternative für Deutschland, hat in ihrem Parteiprogramm und durch verschiedene politische Initiativen Positionen eingenommen, die sich auf soziale Themen beziehen. Es gibt jedoch erhebliche Debatten darüber, inwieweit diese Positionen tatsächlich die Bedürfnisse armer und schwacher Menschen unterstützen. Hier sind einige Aspekte zu berücksichtigen. 1. Sozialpolitik und Sozialstaat. Die AfD tritt für einen schlankeren Sozialstaat ein und kritisiert oft die bestehende Sozialpolitik als zu bürokratisch und ineffizient. Sie spricht sich gegen eine weitere Ausweitung von Sozialleistungen aus. Die Partei hat betont, dass Sozialleistungen in erster Linie deutschen Staatsbürgern zugutekommen sollten, was in der politischen Diskussion als potenziell ausgrenzend gegenüber Migranten und Flüchtlingen angesehen wird. 2. Arbeitsmarktpolitik. Die AfD setzt sich für eine Stärkung der mittelständischen Unternehmen und für eine Reform des Arbeitsmarktes ein. Sie sieht in der Deregulierung und der Senkung von Steuern und Abgaben Wege,
um die wirtschaftliche Lage zu verbessern. Kritiker argumentieren, dass diese Maßnahmen nicht notwendigerweise den ärmsten und schwächsten Mitgliedern der Gesellschaft zugutekommen und dass sie möglicherweise die soziale Ungleichheit verstärken könnten. Aus Positionen zu Migration und Integration. Die AfD ist für eine restriktive Migrationspolitik und hat oft gefordert, die Sozialleistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge zu reduzieren. Dies wird oft als eine Position gesehen, die arme und schwache Menschen ausschließt, die aus anderen Ländern kommen. Diese Haltung kann zu Spannungen und sozialer Ausgrenzung führen, was wiederum die Integration und Unterstützung bedürftiger Menschen in Deutschland erschwert. Im Vergleich dazu betonen andere politische Parteien in Deutschland wie die SPD, die Grünen oder die Linke oft stärker die Notwendigkeit, soziale Ungleichheiten zu reduzieren und gezielt arme und schwache Menschen zu unterstützen. Sie setzen sich für umfassende Sozialprogramme, Mindestlohnregelungen, bezahlbaren Wohnraum und eine integrative Migrationspolitik ein. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die AfD in einigen Bereichen Maßnahmen vorschlägt, die sie als unterstützend für die Wirtschaft und den Mittelstand betrachtet, die aber nicht unbedingt den ärmsten und schwächsten Mitgliedern der Gesellschaft zugutekommen. Ihre restriktive Haltung gegenüber Migration und ihre Ansichten zu Sozialleistungen können zudem als hinderlich für die umfassende Unterstützung aller bedürftigen Menschen in Deutschland gesehen werden. Ja. Das war mein Wecker, ich muss gleich los, deswegen wollte ich das Video aber noch zu Ende machen dann halt, ich muss gleich arbeiten, aber lasst euch davon nicht stören, dann halt, wir versuchen noch das Video hier zu Ende zu machen dann halt. Also man sieht, dass die AfD eher, was die Wirtschaft betrifft, die Position der FDP vertritt. Deswegen gibt es in Bezug auf Wirtschaft eher Überschneidungen der AfD mit der FDP. Und das ist meiner Meinung nach nicht so das, was Jesus gepredigt hat. Dann halt dann so. Also auch in puncto Wirtschaft sehe ich da eher Schwächen bei der AfD. Aber ein großes Thema ist natürlich der Schutz von ungeborenen Leben. Und gucken wir doch mal, was da die AfD dann dazu äußert dann halt. Oder wie gesagt, hören wir uns das dann ganz an. Die AfD, Alternative für Deutschland, hat in ihrer Programmatik und in öffentlichen Äußerungen mehrfach ihre Positionen zum Thema Schutz des ungeborenen Lebens dargelegt. Hier sind einige Aspekte ihrer Haltung. Ernst, Abtreibung. Die AfD hat sich mehrfach gegen eine Lockerung der bestehenden Abtreibungsgesetze in Deutschland ausgesprochen und betont, dass der Schutz des ungeborenen Lebens für sie eine hohe Priorität hat. Die Partei fordert, dass die bestehende Beratungspflicht vor einem Schwangerschaftsabbruch beibehalten und gestärkt wird, um Frauen Alternativen zur Abtreibung aufzuzeigen. 2. Familienpolitik. Die AfD betont die Bedeutung von traditionellen Familienwerten und setzt sich für Maßnahmen ein, die Familien und Kinder unterstützen sollen. Dazu gehören beispielsweise finanzielle Anreize für Familien und eine stärkere Förderung von Elternschaft. 3. Pränataldiagnostik. In Bezug auf pränatale Diagnostik, Untersuchungen, die vor der Geburt durchgeführt werden, um etwaige Krankheiten oder Behinderungen festzustellen, hat die AfD Bedenken geäußert. Sie warnt vor einer selektiven Abtreibung und setzt sich dafür ein, dass solche Praktiken nicht zur Diskriminierung ungeborenen Lebens führen. Die Haltung der AfD in Bezug auf den Schutz des ungeborenen Lebens ist konservativ und steht im Einklang mit den Prinzipien vieler christlicher und Pro-Life-Gruppen, die den Schutz des Lebens von der Empfängnis an betonen. Vergleich mit Jesus' Lehren. Wenn man die Haltung der AfD in diesem Bereich mit den Lehren Jesu vergleicht, lässt sich argumentieren, dass Jesus' Betonung der Wertschätzung jedes einzelnen Lebens auch den Schutz des ungeborenen Lebens umfassen könnte. Jesus sprach oft von der Liebe und dem Schutz der Schwachen und Wehrlosen, was im weiteren Sinne auch für ungeborenes Leben gelten könnte. Fazit: Während die AfD in Bezug auf den Schutz des ungeborenen Lebens Positionen vertritt, die mit bestimmten christlichen und traditionellen Werten übereinstimmen, ist es wichtig, dies im Kontext ihrer gesamten politischen Agenda zu betrachten. Die Partei hat in anderen Bereichen wie Migration, soziale Gerechtigkeit und Umweltpolitik
Positionen, die von vielen als nicht im Einklang mit den umfassenden Lehren von Nächstenliebe, Mitgefühl und Bewahrung der Schöpfung gesehen werden könnten, die Jesus predigte. Eine ganzheitliche Bewertung, ob Jesus die AfD unterstützen würde, würde also alle diese Aspekte berücksichtigen müssen, nicht nur die Haltung zum Schutz des ungeborenen Lebens. Okay, also beim Thema Schutz von ungeborenen Leben ist die AfD eigentlich relativ christlich. Aber das ist das Bündnis C auch. Das heißt, das, was an der AfD zu kritisieren ist, ist bei dem Bündnis C, also die christliche Partei, nicht so stark. Also Thema Umweltschutz würde ich das bei Bündnis C dann auch kritisieren und Thema Flüchtlinge auch. Aber wenn überhaupt, dann würde ich, wie gesagt, sagen, Bündnis C wählen. Aber ich habe jetzt hier nochmal nachgefragt, wenn alles berücksichtigt würde, würde dann Jesus die AfD wählen dann halt. Also jetzt soll nochmal ChatGPT zusammenfassen. Alles, was ich so gesagt habe, sind die Sachen, die Jesus bedenken könnte oder in seiner Entscheidung einbringen könnte. Und damit ChatGPT das weiß, habe ich das nochmal mehr betont, indem ich diese Fragen dazu gestellt habe. Und jetzt gucken wir mal aufgrund dessen, was würde denn dann ChatGPT sagen? Die Frage, ob Jesus die AfD wählen würde, ist eine komplexe und spekulative Angelegenheit, da sie erfordert, die Lehren und Werte einer religiösen Figur in einen modernen politischen Kontext zu übertragen. Hier sind einige Überlegungen basierend auf den verschiedenen Aspekten, die wir diskutiert haben. Nächstenliebe und Mitgefühl. Jesus predigte Nächstenliebe, Mitgefühl und die Unterstützung der Schwachen und Ausgegrenzten. Die AfD hat Positionen vertreten, die als restriktiv gegenüber Migranten und Flüchtlingen angesehen werden, was im Widerspruch zu diesen Prinzipien steht. Bewahrung der Schöpfung. Jesus betonte die Verantwortung der Menschen, die Schöpfung zu bewahren. Die AfD hat eine skeptische Haltung gegenüber dem Klimawandel und den Maßnahmen zum Umweltschutz eingenommen, was nicht mit der Lehre von der Bewahrung der Schöpfung übereinstimmt. Soziale Gerechtigkeit. Jesus kümmerte sich um die Armen und Ausgegrenzten. Die AfD hat sich für eine Reform des Sozialstaats und gegen eine Ausweitung von Sozialleistungen ausgesprochen, was als weniger unterstützend für die ärmsten und schwächsten Mitglieder der Gesellschaft angesehen werden könnte. Schutz des ungeborenen Lebens. Die AfD vertritt eine konservative Position zum Schutz des ungeborenen Lebens, die in Einklang mit traditionellen christlichen Werten steht. Dieser Aspekt könnte als übereinstimmend mit den Lehren Jesu angesehen werden. Zusammenfassung. Wenn man alle Aspekte berücksichtigt, gibt es mehrere Bereiche, in denen die AfD-Position nicht mit den zentralen Lehren und Werten Jesu übereinstimmen, insbesondere in Bezug auf Nächstenliebe, Mitgefühl, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz. Während die Haltung der AfD zum Schutz des ungeborenen Lebens mit christlichen Werten übereinstimmt, reichen die anderen genannten Aspekte aus, um erhebliche Zweifel daran zu wecken, dass Jesus die AfD als politische Partei unterstützen würde. Insgesamt scheint es daher unwahrscheinlich, dass Jesus die AfD wählen würde, wenn man die Gesamtheit seiner Lehren und Werte in Betracht zieht. Die Prinzipien der Nächstenliebe, der Unterstützung der Schwachen, der sozialen Gerechtigkeit und der Bewahrung der Schöpfung stehen in vielen Fällen im Widerspruch zu den Positionen der AfD. Ja, also wahrscheinlich würde laut ChatGPT Jesus nicht die AfD wählen, wenn man das diskutiert, was ich mit ChatGPT eben diskutiert habe. Und dann habe ich mal gefragt, welche von den drei Parteien AfD, Alternative für Deutschland, Bündnis C, Christen für Deutschland oder ÖDP, Ökologisch-Demokratische Partei, die Naturschutzpartei, welche eine konservative ökologische Partei ist dann halt, also sie setzt sich für Umweltschutz ein, aber berücksichtigt auch noch die konservativen Werte. Deswegen würde ich sagen, das ist die Partei, die Jesus am nächsten steht. Diese Parteien habe ich Jesus ChatGPT mal zur Verfügung gestellt und zwischen diesen drei Parteien soll mal ChatGPT überlegen, wen würde da Jesus wählen? Und gucken wir mal, was oder hören wir uns an, was ChatGPT dazu zu sagen hat. Ups.
Try again. Okay. Das mache ich vielleicht doch nach meiner Arbeit. Ich gehe dann jetzt arbeiten und dann probieren wir es später mal. Wobei, du kannst jetzt hier mal vielleicht stoppen und überlegen, welche von diesen drei Parteien würde denn Jesus wählen? Das ist vielleicht eine gute Sache, vielleicht einfach mal so als Hinweis. Ja, gucken wir mal an und überleg mal, was würde Jesus wählen? Stopp das Video, mach dir dazu Gedanken. Und ich erzähle dir dann später, nachdem ich von meiner Arbeit wiedergekommen bin, aber jetzt hier in dem Video hänge ich es direkt daran, was ChatGPT dazu meint, dann halt dann so. Mittlerweile ist ein Tag vergangen, ungefähr sogar wirklich ein Tag dann halt. Es ist Samstag und Samstagmorgens mache ich natürlich Videos, ist ja klar. Was soll man sonst Samstagmorgens machen? Wer schläft denn Samstagmorgens? Na gut, aber ich will das Video machen. Ich habe ja heute auch nicht so viel Zeit, um Videos zu machen, deswegen muss ich es dann am Samstagmorgen machen. Ich weiß übrigens, warum der Fehler gekommen ist. Ich habe hier einige Elemente ausgeblendet bzw. rausgeschmissen. Und ein Element, was ich rausgeschmissen habe, das braucht hier die Webanwendung. Und wenn es die nicht gibt, dann gibt es dann halt diesen Fehler. Das ist ein Pfeil, der nach unten zeigt. Würde jetzt auch kommen, wenn ich weiter nach unten gehen, wenn ich hochgehen würde eventuell und wieder runtergehen würde. Ich habe versucht, ihn auszublenden. Darf jetzt nicht nach unten gehen, aber das ist alles technisch. Interessiert euch ja gar nicht. Okay. Ich klicke jetzt auf Abspielen und wenn der Fall kommt, ja, dann müssen wir damit leben halt, ne? Also die Frage, welche von den drei Parteien würde halt Jesus wählen? AfD, ÖDP oder Bündnis C? So, abspielen und nach oben gehen. Es bleibt Dieser spekulativ und Fall. subjektiv zu sagen, welche Partei Jesus wählen würde, da seine Lehren und Prinzipien in einem historischen und religiösen Kontext stehen, der sich stark von modernen politischen Systemen unterscheidet. Dennoch können wir versuchen, seine zentralen Werte und Prinzipien auf die Positionen der genannten Parteien zu beziehen. Henna Starr. AfD, D, Alternative für Deutschland, Ensel. Istanbul, die AfD wird oft kritisiert für ihre restriktive Haltung gegenüber Migration und Flüchtlingen, was nicht im Einklang mit Jesu Lehren über Nächstenliebe und Unterstützung der Schwachen steht. Soziale Gerechtigkeit. Die AfD setzt auf eine Reform des Sozialstaates, was teilweise als nachteilig für die ärmsten Mitglieder der Gesellschaft angesehen wird. Umweltschutz. Die Partei hat eine skeptische Haltung gegenüber dem Klimawandel und Maßnahmen zum Umweltschutz eingenommen, was nicht in der Bewahrung der Schöpfung übereinstimmt. Schutz des ungeborenen Lebens. Die AfD vertritt eine konservative Position, die mit christlichen Werten übereinstimmt. Bündnis C, Christen für Deutschland, Nächstenliebe und Mitgefühl. Bündnis C ist eine Partei, die sich ausdrücklich auf christliche Werte beruft, einschließlich Nächstenliebe und Unterstützung der Schwachen. Soziale Gerechtigkeit. Die Partei betont christliche Prinzipien in der Sozialpolitik, was wahrscheinlich mehr im Einklang mit Jesu Lehren steht. Umweltschutz. Bündnis C spricht sich für die Bewahrung der Schöpfung aus, was eine wichtige christliche Lehre ist. Schutz des ungeborenen Lebens. Auch hier steht die Partei für den Schutz des ungeborenen Lebens, was mit traditionellen christlichen Werten übereinstimmt. ÖDP, Ökologisch-Demokratische Partei. Nächstenliebe und Mitgefühl. Die ÖDP legt großen Wert auf soziale Gerechtigkeit und die Unterstützung benachteiligter Gruppen, was im Einklang mit Jesu Lehren steht. Soziale Gerechtigkeit. Die ÖDP setzt sich für eine gerechte Gesellschaft ein, was wahrscheinlich Jesu Wertschätzung für die Schwachen und Armen widerspiegelt. Umweltschutz. Die Partei legt großen Wert auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit, was mit der Bewahrung der Schöpfung übereinstimmt. Schutz des ungeborenen Lebens. Die ÖDP setzt sich für den Schutz des ungeborenen Lebens ein, was auch mit christlichen Werten übereinstimmt. Zusammenfassung. Basierend auf den Lehren Jesu über Nächstenliebe, soziale Gerechtigkeit, Mitgefühl und die Bewahrung der Schöpfung scheint es, dass sowohl Bündnis C als auch die ÖDP Werte vertreten, die besser mit den Prinzipien Jesu übereinstimmen als die AfD. Bündnis C.
Diese Partei beruft sich ausdrücklich auf christliche Werte in allen Bereichen ihrer Politik und könnte daher Jesu Lehren umfassend widerspiegeln. ÖDP. Die starke Betonung auf Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit bei der ÖDP entspricht ebenfalls vielen zentralen Lehren Jesu. Da beide Parteien in verschiedenen Aspekten Jesu Lehren widerspiegeln, wäre es spekulativ zu sagen, welche er bevorzugen würde. Es könnte davon abhängen, welche Aspekte seiner Lehren man als vorrangig betrachtet. Okay, ja, irgendwie klang ChatGPT ein bisschen genervt, jedenfalls die Stimme, die ich ausgewählt habe, fand ich jedenfalls. Also immerhin hat er ein paar S eingebaut im Halt oder so, fand ich sehr interessant. Und dann klang es irgendwo mal, dass er genervt war. Aber auch das ist nur so am Rande, hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun. Dann halt dieser Fall hier, den habe ich übrigens versucht auszublenden und ich habe ihn rausgeschmissen, darf man nicht rausschmeißen, denn wenn man dann hier runter geht und dann wieder nach oben geht, kann ChatGPT eh nicht wieder einfügen und dann gibt es den Fehler. So viel nur dazu. Okay. Was nochmal zu sagen wäre von mir aus gesehen, anscheinend stellt sich Bündnis C dafür dar, dass sie so Nächstenliebe, soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz, Schutz des ungeborenen Lebens, auf die Fahnen geschrieben haben, weil woher weiß das ChatGPT? Wahrscheinlich hat er irgendwie solche Texte gefunden oder er geht davon aus, weil es ja eine christliche Partei ist, müsste das so sein dann halt, weil die sagen, wir sind christliche Parteien. Aber gerade in Bezug auf Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit, Nächstenliebe, Flüchtlingsliebe, ne, Bündnis C, sehe ich da durchaus Kontroversen zum christlichen Glauben, aber bei Bündnis C sind halt Christen. Also es wird von Christen gemacht, die Partei, und deswegen, weil die Werte ähnlich sind wie die AfD und sowas und weil es Christen sind, glaube ich, wenn Jesus eine Partei wählen würde, dann würde er nicht die AfD wählen, also zwischen AfD, also nehmen wir mal an, er vertrete ähnliche Werte wie die AfD. Das ist ja der Grund, warum jemand überlegen sollte, die AfD zu wählen. Also wenn Jesus ähnliche Werte vertreten würde wie die AfD, was er meiner Meinung nach nicht tut, aber okay, einige Christen gibt es anscheinend, die das glauben, denn Bündnis C vertritt ähnliche Werte wie die AfD. Und dann bin ich felsenfest überzeugt, würde Jesus nicht die AfD wählen, weil es eine Alternative zu der Alternativen für Deutschland gibt, wenn man die gleichen Meinungen hat wie halt Leute, die die AfD wählen, und zwar Bündnis C. Das heißt, Jesus würde auf keinen Fall die Alternative für Deutschland wählen, sondern in dem Fall würde Jesus dann die AfD wählen. Wobei ich glaube, nicht die AfD, Bündnis C. Ja, jetzt bin ich schon ein bisschen verwirrt. Man sollte so früh morgens nicht irgendwas machen, aber ich glaube, du hast verstanden, was ich meine. Ich glaube aber, dass Jesus eher die ÖDP wählen würde, weil ihn halt Umweltschutz und Bewahrung der Schöpfung so stark an Herzen liegt. Das ist eine Gewichtung, die ich mache, die ich glaube, dass Jesus die auch machen würde. Aber letzten Endes steht das nicht so genau in der Bibel drin. Wir wissen es nicht genau. Aber ich bin davon eigentlich überzeugt, dass Jesus eher die ÖDP wählen würde. Aber auf keinen Fall die AfD, sondern wenn er eine konservative, sehr konservative Partei wählen würde, die halt, wie gesagt, Umweltschutz nicht so auf die Fahne geschrieben hat und Nächstenliebe bzw. Flüchtlingsliebe auch nicht, dann würde Jesus Bündnis C wählen. Glaube ich aber nicht. Na gut, okay. Aber wie gesagt, das Fazit dieses Videos ist, Jesus würde auf keinen Fall die AfD wählen, sondern entweder Bündnis C oder ÖDP. Und ich hoffe, dass ich dir das sehr gut hier deutlich machen können. Ja, ich will jetzt auch nicht so lang rumreden. Vielleicht mache ich noch ein bisschen Werbung für T-Shirts.
Ich vertreibe auf Amazon T-Shirts. Einmal unter der Marke Fun for Me und dann einmal unter der Marke Jesus for Me. Also 4 im 3, das heißt for me. Muss ich jetzt nicht erklären. Okay. Hier bei der Jesus for Me T-Shirt-Seite, also stelle ich erst die vor, dann halt. Sind hier interessante T-Shirts, aber auch Hörspiele von uns habe ich hier auch mit reingepackt. Diese Hörspiele gibt es aber auch auf den Audioportal deines Vertrauens. Überall da, wo es Hörbücher gibt, gibt es auch diese Hörspiele dann halt, also auf Spotify oder Amazon, aber Amazon ist das ja schon. Spotify, was gibt es denn auch noch? Ach, ich komme jetzt nicht drauf. Ist zufrieden morgens, kann ich nicht so denken. Auf jeden Fall, ja, hier sind einige Hörspiele drinne und wenn du auf den Seiten von Isa oder von mir gehst, dann findest du da vielleicht noch andere, die ich jetzt noch nicht hier in diesen Shop reingepflegt habe. Hier gibt es übrigens auch Videos dazu, zu einigen Geschichten habe ich auch Videos erstellt. Gibt es auch auf dem YouTube-Kanal von Jesus for Me. Okay. Aber interessant, vielleicht wirklich jetzt hier Jesus. T-Shirts, Jesus is King und Jesus Freak und Jesus lebt und ich das mit Jesus. Also es gibt hier sehr, sehr viele Jesus-T-Shirts. Ja, da kannst du mal gucken. Ich habe versucht, die Preise moderat zu gestalten. Manchmal bei T-Shirts, wo ich versuche, mehr Werbung draufzuschalten, muss ich das Geld für die Werbung auch wieder einholen und die sind dann vielleicht ein bisschen teurer. Du siehst hier die T-Shirts, dafür kriegt man eigentlich auf Amazon Merch solche T-Shirts nicht dann halt. Hier, das ist noch ein Preis, mit dem ich überhaupt gar keinen Gewinn mache. Also wenn du dieses hier kaufst, verdiene ich nichts dran, auch mit diesem Spirit-T-Shirt. Also damit unterstützt du Amazon, aber nicht mich. Es sei denn, du kaufst über meinen Reflink. Wenn du über meinen Reflink kaufst, dann kriege ich darüber auch noch etwas dann halt. Also, okay. Das sind mal die christlichen T-Shirts. Da kannst du ja mal ein bisschen reingucken. Also auch ganz nett. Hier gibt es einige Namens-T-Shirts, die ich dann da so gemacht habe. Das sind die christlichen Namens-T-Shirts, die ich hier so habe. Okay. So, dann kommen wir dann jetzt hier zu der nicht-christlichen Seite. Wobei hier gibt es auch einen Bereich, wo ich dann halt ein paar gute, also T-Shirts, die sich gut verkaufen, mit Jesus dann da reinbringen gebracht habe dann halt. Also Jesus is King sind sicherlich T-Shirts, die sich gut verkaufen. Wo du auch mal gucken kannst, dass du vielleicht da was kaufst. Und zurzeit sind die noch relativ preiswert, auch gerade die hier. Vielleicht erhöhe ich irgendwann die Preise, um darauf Werbung zu schalten und diese Werbung damit dann zu finanzieren. Aber wenn du sagst, ich will das noch haben, also solange ich es noch nicht erhöht habe, sind das wirklich gute Preise. Ich verdiene auch nicht so viel. Wie gesagt, Reflink benutzen, wenn ihr mir was Gutes tun wollt. Wir waren auch bei den Namens-T-Shirts. Also auch, ihr habt ja eben gesehen, wie wenig es von Jens gab, aber eigentlich gibt es auch noch von Jens sehr, sehr viel mehr T-Shirts, so nach dem Motto, Jens hat immer recht, wusstet ihr ja schon immer dann halt, ne? Oder Jens hat immer recht, sollte Jens nicht, sollte jemals falsch liegen, siehe Regel 1. Also, das, was ich dir in diesem Video gesehen habe, denk dran, Jens hat immer recht. Und die Regel 2 ist, sollte Jens jemals falsch liegen, siehe Regel 1. Gibt übrigens noch mit drei Regeln. Jens hat immer recht. Immer. Sollte Jens unerwartet Unrecht haben, tritt automatisch Paragraph 1 und 2 in Kraft. Ja, okay. So viel dazu. Kann Jens wieder ins Bett. Angelehnt an Faultier-T-Shirts dann halt. Ne? Ich will da nur spielen. Angelehnt an meinen Spielekanal und so. Und Gott ist gnädig. Hier unten gibt es dann noch weitere Produkte dann dazu mit diesen Designs. Und da gibt es nicht nur Jens, da gibt es auch Isa, dachte ich eigentlich, hätte ich auch gemacht.
Warum ist hier Isa noch nicht eingepflegt? Eigentlich habe ich auch noch irgendwie Isa, aber vielleicht nur im christlichen Bereich oder irgendwas, ich weiß nicht. Ja, dann Jan, Chris, der Christusträger. Ja, aber wenn ihr sagt, es fehlen da einige Motive, zum Beispiel bei Jens habe ich, glaube ich, relativ viele Varianten gemacht. Oder deinen Namen, wenn du gerne deinen Namen hättest, kannst du das ruhig unten in diesem Video hier schreiben. Ich will ein T-Shirt mit, sag deinen Namen, und dann gucke ich mal, ob das dann da so geht. Ja, wobei bei AfD-Anhängern, die das ja vielleicht jetzt schauen sollten, muss man vorsichtig sein. Nachher kommt irgendjemand auf die Idee, ich will ein T-Shirt mit dem Namen Adolf. Weiß ich nicht. Ja, ist schon schade, dass so ein schöner Name eventuell von einer Person kaputt gemacht wurde. Na gut, okay. Alice? Weiß ich nicht. Björn oder Bernd? Mal gucken. Ach ja, wir wollen nicht zu sehr darüber schweifen. Ansonsten gibt es hier im Bereich Öko noch ein wunderschönes T-Shirt, mit dem ich auch letztes Jahr jedenfalls oder irgendwann, wo ich Werbung für die ÖDP an einen Wahlstand gemacht habe, mit so einem T-Shirt rumgelaufen bin. Ich weiß gar nicht, ich hatte, glaube ich, ein Langhemd. Also nicht genau dieses. Ich bin ja ein Freund von solchen Langhemden. Und da gab es auch eins von der ÖDP hier. Sowas, aber in einer Farbe dann halt dann so. Das ist dann halt so. Ich glaube, ich habe hier sogar selber die Bewertung gemacht, weil ich es wirklich gut finde. Also es ist jetzt nicht so, dass das mein Produkt ist, was ich gut finde. Und das stimmt zwar auch, aber ich finde diese Produkte und dieses T-Shirt-Motiv wirklich gut. Also die Bewertung ist schon ehrlich und nicht geprägt, weil ich es selber verkaufe oder sowas dann halt. Ne? Also ist eine tolle Sache. Was habe ich denn? Ich glaube, ich habe das in Rot oder sowas dann halt. Also mit roten Ärmeln gibt es in Rot, Blau und Schwarz in Ärmeln. Irgendwie so. Sonst noch irgendwas? Ja, wir ziehen das Video einfach in der Länge. Vielleicht 10 Minuten Werbeblock. Wird auch irgendwas sein. Also wir sind jetzt bei, ich sehe es nicht, 7 Minuten oder sowas dann halt. Ne? Ansonsten, Point of View. Diese Kampagne ist viel zu wenig in Betracht gezogen, denke ich mal. Hat bis jetzt noch keiner irgendwie wirklich was gekauft. Wenn du diese Kampagne auch interessant findest, du kannst ja auch mal schreiben, was für ein Point of View müsste man denn dann das haben? Dislike, ja. Ich find's nice. Beautiful. Vielleicht findest du ja solche Point of Views auch gut. I love ist auch eine interessante Sache. I love. Cats, Coffee, you. Von I love gibt es übrigens eine Variante, die tatsächlich sehr, sehr oft gekauft wurde schon. Also zwei, dreimal oder sowas. Das ist bei mir oft. Und zwar hier I love Bremen. Also es gibt anscheinend viele Bremen-Fans, die das dann da so gekauft haben. Das ist übrigens auch der Grund, warum das hier teurer ist. Ihr seht hier fast 20 Euro dann halt. Ne? Also sagen wir mal, es sind 20 Euro. Liegt daran, dass ich darauf Werbung schalte. Also das wird ja anscheinend gekauft. Es gibt anscheinend eine Zielgruppe und die versuche ich gerade aufzubauen. Zurzeit stecke ich da noch mehr Geld rein, als das dann da so reinbringt. Aber ich hoffe mal, dass ich damit vielleicht irgendwann mehr Gewinn mache, dass die besser gelistet sind oder sonst irgendwas. Und sollte das der Fall sein, irgendwann, dann wird der Preis auch wieder runtergehen. Aber solange ich da Werbung drauf schalte, ist es halt so teuer dann halt, ne? Übrigens für die Frauen, also die Frauenvarianten oder sowas, die sind dann wesentlich billiger dann halt dann so, ne? Also, weil ich darauf keine Werbung schalte. Auch hier das Langshirt oder sowas dann halt, ne? Wesentlich billiger. Alles, was jetzt nicht diese beiden T-Shirts sind, hat einen moderateren Preis dann halt. Und ja, schon alleine, dass man so ein Langshirt billiger bekommt als so ein T-Shirt, ist ungewöhnlich, aber liegt halt an der Werbung dann halt, ne? Und Frauenshirt. Na gut,
Sonst noch irgendwas, was dich. Ah ja, tierisch ist sehr, sehr interessant. Dann halt dann so. Wobei, wo haben wir denn die wirkliche Tierseite? Naja, hier siehst du Pinguine, ist ein Bereich. Teddybären, Faultiere habe ich erst vor kurzem ein Werbevideo dazu gemacht. Ah ne, hier sind die Pinguine, das sind hier nur die Tiere, ne? Tierisch lustig. Ah ja, ich habe eine Meise oder sowas, also könnt mal gucken. Dieses T-Shirt wurde tatsächlich auch schon gekauft, ist auch ein sehr gutes. Könnte auch daran liegen, dass ich darauf dann jetzt Werbung geschaltet habe, weil es so gut gekauft wird. Ne? Also ihr seht hier wirklich, welche T-Shirts laufen gerade mit Werbung und welche nicht. Okay, übrigens der Bücherwurm, nee, die Leseratte. Die Leseratte hier, die wurde auch jetzt gekauft. Zweimal sogar. Insgesamt wurde sie sogar auch öfter gekauft. Also auch Leseratte ist ein T-Shirt, was sehr gekauft wird. Also ihr könnt hier wirklich auch einige Schnäppchen dann so also machen. Ach ja, übrigens, ich mache hier Wahlwerbung. Wahlwerbung. Habe ich das eigentlich auch irgendwie? Habe ich da auch eine Wahlwerbungsseite irgendwo? Wo könnte die denn da sein? Also, ja, weil ich ja Wahlwerbung mache für ÖDP und Bündnis C. Na gut, aber ich bin davon überzeugt, dass Jesus die wählen würde, eine von beiden. Na gut, das soll es aber jetzt auch schon gewesen sein. Der 10-Minuten-Werbeblock ist damit jetzt zu Ende. Ich wünsche euch Gottes Segen und ja, wir sehen uns dann in einem nächsten Video. Und warte mal, mit dem T-Shirt hier mache ich dann Schluss. Also, ich denke ökologisch, weil es keine Alternative für Deutschland gibt. Davon bin ich überzeugt.